Mahlzeit. Mahlzeit, meine Freunde. Ich grüße euch, hier ist die Klinde Sorglos. Ja, heute ist der Tag. Heute habe ich die Schlüssel bekommen von meiner Halle. Ich schwenke jetzt mal um. Ihr seht ja meine Halle hier. Ich schwenke mal die Kamera um. Wartet. Ihr seht ja meine alte Halle. Meine alte Halle. Vorhin haben wir die Übergabe gemacht. Letzte Woche hatten wir eine Besprechung gehabt, deswegen heute haben wir die Übacht. Ja, nach vielen Jahren hat mich heute mein Mieter, sag ich mal, verlassen. Und ja. Nochmal neue Schlösser haben wir nochmal eingebaut. Ja. Und ja. Besen rein jetzt verlassen. Damals war ja mal eine Undichtigkeit, dann haben wir neue Dachpappe, Klebepappe, haben wir oben eingeschweißt. Seitdem ist die Halle eigentlich dicht, müsste alles neu verkleidet werden. Ist wie gesagt eine alte Kerzenfabrik, hier waren die standen alte Tauchbecken, hier standen Becken. Hier war eine Bühne gewesen. Hier ist die hohe Halle, die geht bis hier. Und dann kommt dahinter, wie ihr seht, ab da eine flachere Halle, die hat das Gefälle zur anderen Seite. Die Halle hier hat das Gefälle nach da, läuft dann hier in der Rinne rein und fließt nach da ab. Ja, einen Stromanschluss habe ich mir legen lassen, weil ich keine guten Kontakte zum Vorderhaus hatte. Ich drücke das mal so aus und habe mir dann komplett von außen über eine Schachterfirma, über die Stadtwerke Krefeld, unseren Stromanbieter einen kompletten Stromanschluss legen lassen. Bin dadurch selber jetzt hier mit Strom versorgt. Mein Mieter hatte sich dann, wir hatten hier ein Sektionalrolltor eingebaut. Also er hat hauptsächlich gemacht, ich hatte ihm nur bei einem Eisenträger geholfen. Und ja, früher war hier die Halle hier mit einer zweiflügeligen Türe, war die Halle früher hier abgetrennt. Da ist die eine Hälfte von der Türe. Die hat man dann hier in dieser Holzwand verbaut, weil man den näheren Kontakt zu mir nicht gewünscht hat. Und die andere Hälfte ist da hinten. Jetzt wird's dunkel, ich nehme euch mal mit. Da ist die andere Hälfte der Hallentüre hier. Und so sieht's dann von hier aus in der Ecke aus. Hier seht ihr das flachere Dach. Aber der Vermessungspunkt damals, wie die Stadt das vordere Grundstück nur verkauft hat, war leider da. Das heißt, die komplette hintere Halle und ein Teil von der vorderen Halle. Außerdem früher eine Malerwerkstatt gewesen. Da habe ich damals eine Ausbildung gemacht. So sieht's aus. Ja, ich guck mal eben, ob ich den passenden Schlüssel finde, um hier jetzt, dass wir hier mal rauskommen. Weil ich zeige euch dann mal den Vermessungspunkt. Das ist eine ganz wahnsinnige Sache. So ein Vermessungspunkt an einer Stelle. Also, ja, hier sind wir ja wieder auf dem Grundstück, was ich mal, ich glaube, weiß ich nicht, 14 Jahre gepachtet hatte und auch gepflegt habe. Und da seht ihr den Vermessungspunkt, da. Ihr seht von dieser Halle, hier ist die kleinere Halle und da ist das Dach der größeren Halle. Aber der Vermessungspunkt war da, ist da. Ganz komisch, ja. So schaut's aus. Da ein Eisensturz reingemacht. Ja, also bleibt da nicht mehr viel. Die Halle hat vielleicht nur 3,50 Meter, diese Halle hier. Ne? Ja, so schaut's aus. So, jetzt gehen wir mal wieder rein. Wir schließen mal wieder ab. Und machen auch mal für heute, glaube ich, Feierabend hier. Weil, naja, bin so ein bisschen geknickt. Als Kind bin ich hier schon damals rausgegangen, hinten mit dem Hund. Wartet mal, ich hole euch mal zurück. Ja, als Kind bin ich damals früher schon hier rausgegangen. Früher war hier draußen Feld und Wiese. Und dahinter, wo ich mich entsinnen kann, hat man ein Schwimmbad gebaut. Ein Schwimmbad, das ist das Bockumer Schwimmbad. Und da war jahrelang nachher, früher hat man da noch im Feld gespielt, wo Büsche und Bäume waren, die weggerissen wurden. Und nachher hat man dann da ein Schwimmbad hinten gebaut und hier vorne einen riesen Parkplatz. Einen riesen Parkplatz. Links Fahrradständer, rechts Parkplatz und links nochmal Parkplatz.
Und da diese Parkplätze zu wenig genutzt wurden, hat man dann irgendwann diese Parkplätze, dieses Grundstück verkauft, die Parkplätze weggemacht und eine ganze neue Reihenhaussiedlung erbaut. Die Stadt hat das verkauft und ja, so sieht's aus. Doch wenn ich hier rauskomme aus der Halle, ist das nächste Reihenhäuschen schon direkt 3 Meter von meiner Halle entfernt, wie ihr seht. Ja. So schaut's aus. Ja. Ja gut. So, jetzt würde ich sagen, für heute mal Feierabend. Ab nach Hause. Wir haben noch genug andere Sachen zu machen. Ne? Wir sind hier wirklich in einer wunderschönen Gegend. Auch ein wunderschönes altes Backsteingebäude eigentlich. Ne? Über 100 Jahre alt. Leute, die hier bekannt sind und von früher sich hier auskennen und noch leben, wissen, dass das mal eine alte Kerzenfabrik war. Hier. So schaut's aus. Ja. Müsste man was dran tun, aber es ist eigentlich ein wunderschönes Gebäude. Ne? Ja. So. Freunde der Nacht, nochmals tschüss, wir hören voneinander. Und jetzt ab nach Hause. Tschüss.